Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Daily Vlog hier auf meinem Kanal. Ich habe heute euch fast vergessen. Yay! Also erstmal, heute ist Montag. Ich bin schon eine Weile wieder zu Hause. Aber ich war heute auf Arbeit und eigentlich wollte ich euch mitnehmen und ich habe die Kamera vergessen. Und ja, ich habe mir meine Fingernägel neu gemacht, diesmal ohne euch und ich weiß nicht. Da sind sie. Das ist so ein Thermolack diesmal, den ich drauf gemacht habe. Der wird, wenn mir warm ist, heller und wenn mir kalt ist, wird er dunkler. Und immer sind meine... Ja, ihr werdet es ja sehen, irgendwie im Laufe der Zeit. Genau. Ich hatte gedacht, es ist jetzt wieder die Zeit für Thermolacks und dann nehme ich den mal einmal vor. So, ja, also... Erster Teil von heute habt ihr denn damit verpasst. Heute verpasst. Ihr konntet nicht sehen, wie fleißig ich auf Arbeit war, nämlich gar nicht. Ja, heute kam nochmal der Ableser, Hausmeister, Onkel, keine Ahnung, und hat nochmal Wasser abgelesen, was er am Freitag vergessen hatte. Ja, und wie viele Kunden hatte ich? 5 Kunden. Ja, morgen wird es ein bisschen voller. Morgen kann ich kein Video zwischendurch drehen. Das machen wir dann auch nachmittags hier in der Werkstatt. Ja, gucken wir mal. Erstmal Zettel umdrehen. in die Werkstatt. Oh, ich bin aber auch ein Strubbelpeter heute, ne? Und ich sehe, dass die Kamera sieht irgendwie dreckig aus. Aber naja. So, ich habe mein Häuschen an. Und ist es nicht schön? Es ist so schön, ne? Es ist sehr heiß. Ich traue mich nicht aufzumachen. Ich habe mich diesmal bloß für einen Melt entschieden. Ich zeige es euch auch gleich. Und ich finde diese Melts super, super, super. Die riechen ewig. Und zwar haben wir diesmal Lilie und Baumwolle. Habt ihr es gesehen? Oder habt ihr es nicht gesehen? Doch, habt ihr gesehen, ne? Hier könnt ihr nochmal sehen, ist ein Duftwachs, ca. 55 Gramm. Ich habe jetzt bloß ein so ein Stückchen drin und das reicht völlig aus. Also, Lilie, Baumwolle, steht hier irgendwo, wo es her war. Ach, da steht der Name. Vom Etsy Shop. Da, Mona Design. Aber ich bin der Meinung, sie ist doch anders, oder? Naja, auf jeden Fall steht es hier so drauf. Ja, das duftet heute in meiner Werkstatt. Ihr wisst, in meiner Werkstatt gibt es immer Kerzen, alle möglichen. Übrigens habe ich die Kerze von Elisabeth auch schon angedüftet. Die habe ich aber angezündet, also die würde ich jetzt erstmal verbrennen. Im Übrigen ist mir mal aufgefallen, weil ihr das mir alle so schreibt, wenn ihr das mit dem hier macht und eure Kerzen damit erwärmt, guckt mal, dass ihr da noch einen Teller dazwischen stellt, ne? Zwischen Kerze und Teelicht, dass da nochmal ein Schutz dazwischen ist. Weil sonst habt ihr da braune Flecken, ne? Weil das ist doch zu nah. Beziehungsweise müsst ihr diese Dinger da abkratzen, ne? Also abmachen. Die fackeln euch ab und dann riecht es zwar cool, das wollen wir nicht. Wir wollen den schönen Kerzenduft haben. Ansonsten meine IKEA-Kerze. Ja, ich glaube, sie war auch bis hierhin gefüllt. Also das verdampft dann doch ein bisschen, aber ja, die düftle ich trotzdem noch gerne. Die riecht auch noch gut. Die kann noch eine Weile bleiben. So, Kerzen-Content, ne? ich habe wieder ein paar Kohlen alle. So sieht das denn aus. Ja. Unordnung haben wir auch. Mein professioneller Müllbeutel, sehr schön. Ja, die Kohlen sind jetzt alle so ein bisschen durcheinander, aber da wäre jetzt ein Fach frei und da ist ein halbes Fach frei, da ist ein Fach frei, ja. Also ich könnte wieder ein bisschen Ordnung machen, aber habe ich jetzt keine Lust, beziehungsweise bin ich noch am Arbeiten, ihr seht. Ja, genau. Und so sieht das aus, das arbeite ich gerade ab. 2 Adventskalender. Ja. So fokussiert, ja. Okay. Ja, ich würde sagen, ich werke noch ein bisschen und mal gucken, wie die Kamera jetzt noch aufnimmt.
Und jo, dann schauen wir mal, was wir noch Schönes machen. Wollen wir noch mal gucken, ob wir die Fingernägel noch mal eingefangen kriegen? Also, ja. Sieht man irgendwo, dass ich kalte Hände habe? Da bei dem sieht man es ein bisschen unterschiedlich, ne? Also wie gesagt, wenn mir kalt ist, werden sie dunkel. Und wenn mir warm ist, sind sie in diesem hellen lila Ton. Oh, bei ihm sieht man es gut. Ja, ich hätte euch gerne heute mitgenommen und euch das gezeigt, wie ich das mache. Aber wie gesagt, ich habe die Kamera vergessen. Zum Trinken gibt es einen Kakao. Ich muss gestehen, das ist schon mein zweiter. Und das ist ja, unser Kakao wird aus Backschokolade gemacht. Also wir machen immer Backschokolade, deswegen hat man hier unten Backkakao abgesetzt. Wasser bis hierhin und einen Schluck Milch und fertig ist die Kiste. Also nicht ganz so schlimm, wenn ich davon mal zwei so eine Gläschen trinke. Ja, Judy, bis gleich. So, Kamera ist frisch geladen und wir können noch mal kurz gucken, was wir hier haben. Also ich habe vorbereitet eine Bestellung, die geht morgen mein Sohn. Ich habe ihm schon alles aufgeschrieben und darunter liegen die Rezepte. Da hat er Spaß. Ich habe die Zettel nicht rumgedreht, aber ich hoffe, man konnte nichts sehen. Mein Mann kontrolliert ihn. Adventskalender, 2 Stück fertig. Die werden jetzt gleich noch fertig gemacht. Damit die denn so aussehen. Ja, und dann gehen die an eine Verpackstation für die Adventskalender. So, und ich habe noch einen neuen Bobble gemacht, aber ich kriege ihn vom Licht her nicht mehr eingefangen. Ja, weil mir ist tatsächlich, ich kriege ihn nicht eingefangen mehr. So wirklich. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr euch so vorstellen. Achtung. Was es sein soll, aber sieht nachher auf Fotos wahrscheinlich morgen ein bisschen besser aus. Ja, also ich bin ja gerade am Etsy aufräumen. Ganz, ganz fleißig. Übrigens,
seit gestern Abend funktioniert Etsy wieder. Richtig super. Kann ich euch auch gleich zeigen. Mal das da weg. Schließen. Ja, und deswegen bin ich jetzt auch voll beim Aufräumen. Das ist natürlich ein bisschen blöd zum Zeigen. Naja gut, auf jeden Fall zieht er denn ein. Und mir ist aufgefallen, ich habe ein Timmchen, wo man sich ja aussuchen kann, ob man 250 bis 1000 Meter gewickelt haben möchte in Vierfachgarn. Und das heißt, es fehlt ja ein Bäumchen. Also habe ich ein Bäumchen gewickelt. Ja, also auf den Fotos wird er natürlich ein bisschen besser aussehen. Die mache ich morgen und dann mal gucken, falls ihr komische Geräusche hört, wenn man trainiert gerade. Auf jeden Fall habe ich schon aufgeräumt, das Katrinchen. Wenn ich hier drauf gehe, sind ja meine ganzen Bobbeln, die entweder Werke von mir beinhalten. Also wenn ihr auf Katrinchen, auf die Kollektion klickt. Wartet, wir können das ja nochmal ganz anders zeigen. Achtung. Wir gehen nach Etsy. So, wenn ihr jetzt hier bei Etsy ankommt, kommt gleich erstmal Werbung, hoffentlich. Mal gucken. Ja, das flackert jetzt. Da müsst ihr jetzt ein bisschen kurz durch. So, auf jeden Fall haben wir ja hier die Wahl. Entweder gucken wir alle an oder wir gucken uns was Spezielles an. Und ich habe jetzt Katrinchen-Kollektion oder Strick- und Fit-Kollektion. Da kann man draufklicken. Und dann kommen so alle Bobbeln, die ich entweder mit Anleitung habe oder die für Anleitungen gewickelt sind von mir natürlich, aber von mir gehäkelt. Ne? Oder eben meine Katzen. Meine Katzen sind nämlich hier mit vertreten. Und da gibt es einmal den Timmchen, den da. Und da kann man die Lauflänge nämlich selber bestimmen. Was ja bei mir sehr selten ist. Und da fehlt hier das Bäumchen. Vom Bäumchen gibt es kein... na toll. Kein... kein Adventskalender. Kein Sonnebobbel wie... von Timmchen, wo du eben die Lauflänge selber bestimmen kannst. Von Timmchen werde ich nochmal eine neue Auflage machen, sobald neue Garne da sind. Wir bestellen nämlich bald. Zeige ich euch auch gleich. Und ja, genau. Also, einmal hier auf die Shop-Dings gucken und dann könnt ihr da alle Kategorien euch raussuchen. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennt. Keine Ahnung, gibt's 1000 verschiedene Shop-Kategorien und ich bin gerade am Aufräumen. Ihr wisst, ich hatte ja diese Probleme, dass das nicht gespeichert hat, wenn ich was bearbeitet habe. Und ich habe jetzt Schaufenster fertig bearbeitet, die beiden Kollektionen fertig bearbeitet. Wir können ja bei Anja nochmal drauf gucken, also Strick und Fit. Ja, und da seht ihr, welche Bobbeln Anja entweder gerade besitzt. Oder eben, wozu sie schon Anleitungen hat, ne? Genau. Anleitungen findet ihr natürlich in ihrem Shop. Hier spricht den Pullover und das Tuch, ne? Und ja. Genau, die habe ich jetzt bearbeitet. Bei Gehäkelt bin ich noch dabei zu bearbeiten. Garnschleifen sind komplett bearbeitet. Überarbeitet. Ja, genau. Und... ja, die Beilaufgarne habe ich auch nochmal komplett bearbeitet. Da wird es demnächst auch nochmal ein paar andere Beilaufgarne geben. Ich möchte so ein paar Effektgarne selber machen. Ich habe da auch schon Pläne. Aber ich muss mal gucken, wie ich das umsetze und ob ihr das nachher feiert oder so. Das weiß ich nicht, aber ich möchte das einfach mal machen, weil ich finde es halt cool irgendwie, die Idee. So, das war jetzt natürlich doof, dass ich da oben drauf geguckt habe. Ja. So viel zum Shop. Ich bin beim Saubermachen. Nach und nach wird alles ordentlich. So, und dann sind wir. Wir müssen bestellen. Ich habe jetzt für meinen Mann, macht die Bestellung, schon mal vorbereitet. Was wir dringend brauchen, ist wieder Rosé, Kiwi, Rivera, Brombeere, Orange, Violett. Und was wir immer bestellen, sind Weiß und Schwarz. Und dazu kommen Candy und Kurkuma. Und Libelle. Ja, das wäre jetzt die Bestellung, die wir diesen Monat noch machen.
Ja, der muss ein bisschen aufgeräumt werden. Ja. Gut. Achso, hier sind nochmal ein paar Pflegehinweise zu den Garnen. Die wollte ich eigentlich irgendwann auch nochmal reinfügen. Und auch, ihr seht, 30 Grad Maschinenwäsche. Also ihr könnt eure Häkel und Strickstücke auch gerne mit der Maschine waschen. Was ich nicht empfehle, ist das Bügeleisen. Das schreibe ich meistens dazu, dass das blöd ist. Aber hier wird es empfohlen. Ja, weiß ich nicht. Ich würde es nicht machen. Und ich glaube, man braucht es auch nicht bügeln, oder? Genau. Gut. So viel zum Montag aus meiner Wickelwerkstatt. Ja, ich schau mal, inwiefern ich euch morgen mitnehme. Ich hoffe, ich vergesse die Kamera nicht und nehme euch mit. Ich muss ja nur morgen entladen und dann bin ich ja zu Hause, sind ja eigentlich auch Ferien. Und eigentlich habe ich in den Ferien immer frei im Kosmetikstudio gehabt. Aber naja, das verrutscht ja jetzt alles ein bisschen, ihr wisst ja. Ne? Aber ich wollte euch auch gerne nochmal die Fenster zeigen. Ich habe nämlich ein neues Fenster-Update. Das werden wir nochmal auf jeden Fall hoffentlich morgen abdrehen. Wir gucken mal, damit ihr das seht, wie dieses Fenster aussah, bevor ich den Laden übernommen habe. So sieht es nämlich jetzt von außen aus. Sieht traurig aus irgendwie. Leer. Aber ja, ich denke, es war eine gute Entscheidung und ich fühle mich auch gut dabei. Und eure ganzen Kommentare sagen es ja auch. Und die Kunden verstehen es auch alle. Ja, ist jetzt keiner dabei. Gut, weinen tun sie trotzdem. Ja, aber es ist jetzt keiner dabei, der irgendwie sauer ist oder irgendwas. Keine Ahnung. Ja, gut. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen und ihr lasst mir ein Däumchen, Kommentar und Abo da. Da würde ich mich freuen. Und schaltet morgen wieder ein zu einer neuen Folge. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.